Hey Leute, David von iDesign ist hier mit einem neuen Tutorial für euch. Und zwar, wir erstellen uns heute dieses Loop-Video hier. Ich hatte es auch als Short hochgeladen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Shorts. Ich habe noch nie eins hochgeladen. Das ist mein erstes. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es soweit geklappt hat. Ich habe halt nur ein bisschen gegoogelt und ja. Also wie gesagt, so wirklich Erfahrung habe ich nicht damit. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das gesehen habt, ob das funktioniert hat, weil eigentlich sollte das, wie gesagt, unendlich loopen. Das sind nur im Endeffekt nur 2 Sekunden oder sowas, aber das sollte, wie gesagt, immer im Loop laufen. Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare hauen, ob es funktioniert hat. Ansonsten, ich zeige euch das einfach mal, wie ich das gemacht habe. Und zwar als erstes machen wir uns hier eine Scheibe. Heißt, in dem Fall machen wir uns einen Zylinder. Den Zylinder machen wir uns einfach mal ein bisschen kleiner. Ein bisschen größer, also gibt es jetzt kein einfach nach Augenmaß, also keine bestimmte Größe, die ich jetzt gewählt habe. Ja, so also passt schon. Dann machen wir uns hier Deckflächen, eine Rundung rein. So passt, ja, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht 4. Passt schon. So, als nächstes klonen wir uns das, weil wir wollen jetzt so ein Laufband haben. Also wie so ein Fabrikband. Und zwar gehen wir auf unser Mugwerf. Kloner. Ziehen unser Zylinder in den Kloner rein. Wir wollen es allerdings nicht horizontal, nicht vertikal, sondern horizontal. Deswegen gehen wir auf Kloner. In bei den Objektdaten haben wir hier unsere Koordinaten. Gehen erstmal, wo jetzt Y, gehen wir auf 0. Und jetzt können wir hier mit der Z-Achse, können wir die verschieben. Heißt, wir verschieben uns das. Dann können wir gucken, wie es aussieht. So, jetzt müssen wir uns allerdings, weil die Werte brauchen wir gleich, um das halt richtig zu loopen. Das heißt, wir wählen uns irgendwas, was wir uns gut merken können. Also beispielsweise mal 450. Oder machen wir sogar mal 400. Ja, okay, 400. So, als nächstes machen wir uns mal eine Kamera. Das heißt, wir setzen uns erstmal. Also ich habe es einfach mal gegoogelt. Das ist irgendwie das Format 9:16, also Hochkant. Das heißt, wir gehen an die Voreinstellungen rein, gehen auf Ausgabe, Presets, gehen mal Bildschirm, könnt ihr hier auswählen. Also entweder 1K, 2K und so weiter. Das ist ja, wie gesagt, einfach nur ein Video, also so fürs Handy quasi, so hochkant. Da braucht ihr jetzt eigentlich keine 4K, aber wie ihr wollt. So, und wie ihr sehen könnt, das, was halt hier jetzt hell ist, sage ich mal, das wird halt gerendert und alles, was dunkel ist, wird halt nicht genommen. Deswegen wollen wir das jetzt uns setzen wir uns das erstmal so ein bisschen die Kamera, wie wir das denn haben wollen. Ich denke, so ist das schon mal ganz gut so. Ja, ich denke, das sieht okay aus. Dann machen wir hier Kamera, damit wir eine Kamera haben. Das heißt, wir können hier unseren Viewport verschieben. Wenn wir hier auf dieses Symbol gehen, gehen wir wieder zurück in die Kamera. Das ist ganz praktisch. So, als nächstes wollen wir uns das animieren. Das heißt, wir nehmen unseren Kloner, dann gehen wir auf MoGraph, Effektor, nehmen einen Simple Effektor. Jetzt sehen wir halt, wurde die Achse wieder verschoben. Das ist natürlich blöd. Das heißt, wir gehen auf Parameter, haben hier wieder Y, gehen auf 0. Und dasselbe Spielchen wie gerade auch. Bei Z können wir das verschieben. Und das wollen wir jetzt Keyframe. Das heißt, wir gehen auf Frame 0, setzen hier ein Keyframe rein, gehen beispielsweise mal, also ich habe jetzt 100 Frames insgesamt, gehen wir mal auf Frame 40 und jetzt erinnern wir uns wieder 400, weil der Abstand zwischen diesen einen und diesen einen sind genau 400 cm. Das heißt, wir wollen aber wir gehen auf minus 400 allerdings, weil wir wollen natürlich, dass es ja weitergeht. So, minus 400 und setzen ein Keyframe und jetzt spielen wir es mal ab.
Zack. Jetzt haben wir das so. Und das geht jetzt endlos so weiter. So. Als nächstes machen wir uns eine Form da rein. Also wir arbeiten hier mit einem Spline, deswegen ihr könnt im Endeffekt alles nehmen, was ihr wollt. Ich nehme jetzt mal eine Blume. Also Blumenspline, den wollen wir natürlich noch ein bisschen Volumen geben. Deswegen wir nehmen uns einen Kreis. Dann nehmen wir uns beide Nurbs, einen Sweep Nurb und packen beides hier rein. Als für euch. Das Objekt, was ihr haben wollt, das muss unten sein und das, was das Volumen ist, ist halt oben. Das heißt, jetzt ist die Blume als Kreis ausgefüllt, also mit dem Kreis ausgefüllt. Ist natürlich viel zu groß, das heißt, wir müssen den Radius ein bisschen verändern. So, ja, erstmal so, das können wir wie gesagt gleich ändern. Gehen wir auf die Blume. Blume gehen wir von der Ebene, machen wir XZ. Dann liegt es auf dem Boden und das werden wir jetzt einfach mal ein bisschen skalieren. Ziehen wir ein bisschen nach oben. Ja, erstmal soweit so gut. Machen wir so. Und wir wollen weniger Blätter haben, deswegen wählen wir Blätter einfach mal 4, 5. Ja, gehen wir auf 5. Und wir wollen natürlich, dass das oben drauf liegt und nicht so in der Mitte. Das heißt, wir nehmen unsere Blume, setzen die hier drauf und voilà. Jetzt ist es natürlich ein bisschen dick. Das heißt, wir gehen wieder auf unser Kreis, machen ein bisschen kleiner. Ich denke, so passt es, so ist super. So, und als nächstes wollen wir unsere Düse erstellen, wo das gleich rausgequetscht wird. So, das machen wir folgendermaßen. Wir gehen auf Zylinder wieder. Den Zylinder machen wir uns mal ein bisschen kleiner. Ziehen ihn hier ein bisschen hoch. Ich denke, soweit passt es. Das ist okay. So, dann nehmen wir uns noch dann, obwohl den Zylinder ganz kurz, machen wir Deckflächen rein. So ungefähr. Machen wir uns 9 Zylinder. Den machen wir uns natürlich ganz klein, so als Stab im Endeffekt. So passt das. Und jetzt nehmen wir unseren Zylinder hier und wollen ihn ein bisschen morphen. Das heißt, wir gehen auf Stauchen hier. Ziehen unseren Stauchen unterhalb des Kloners. Weil der jetzt ein bisschen groß ist, wollen wir den anhand des Objekts natürlich auf die Größe des Objektes machen. Deswegen ein Umtor-Objekt anpassen. Und zack, hat die dieselbe Form wie der Zylinder. Wir gehen auf Stauchen und können die Stärke verändern. So, und ich denke mal, so passt das. Ja, das sieht doch schon mal ganz nice aus. Gehen wir mal kurz in die Kamera. Ja, das sieht auch gut aus. So, und jetzt wollen wir, dass dieses Ding den Spline folgt. Also wir haben das als Spline gemacht und das können wir jetzt so erstellen, dass es den Spline nachfolgt. Das heißt, wir erstmal machen wir hier die drei Selektieren bei uns, Alt und G. Und rechte Maustaste, Cinema 4D-Tags. Oh, haben wir es auf Spline ausrichten. Und jetzt fragen wir uns, was wir denn für einen Spline haben wollen. Nehmen wir die Blume hier. Und wie wir sehen können, ja, haben wir jetzt schon mal auf jeden Fall die richtige Richtung. Jetzt müssen wir die Position noch anpassen, weil er natürlich den Spline nimmt und nicht das Volumen. Das ist aber kein Problem. Und zwar, wir gehen hier auf unser Achsenwerkzeug und ziehen uns das einfach ein bisschen zurecht, die Achse. Damit das ist jetzt, ja, so ungefähr passt das schon. So, und jetzt, wenn wir hier die Position verändern, sehen wir, es sieht schon mal nach etwas aus. Das geht nämlich jetzt der Blume entlang. Und genau das Keyframe hier. Das heißt, bei Keyframe 40 haben wir ja, dass das Ding hier steht.
Und deswegen gehen wir auf die 5, 45. Position 0, gehen auf, ja, sagen wir mal Frame 80 und machen 100%. Wieder Keyframe. Und gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, und das ist im Endeffekt so, wie das aussehen soll. Jetzt ist es natürlich noch nicht ganz fertig, weil wir wollen natürlich, dass das so aussieht, als ob es da rausgequollen kommt. Das machen wir folgendermaßen. Deswegen meinte ich, wir können mit der Hand des Sweep-Nurbs können wir eigentlich alles Blinds nachverfolgen und dementsprechend selben Effekt geben, weil wir ändern hier jetzt nur den Sweep-Nurb. Heißt, wir gehen auf Objekt. Und hier seht ihr Wachstum Start und Wachstum Ende. Heißt, wenn wir jetzt den Wachstum, das Wachstum können wir auf Keyframe, wie wir haben wollen. Und das machen wir. Heißt, wir haben hier beispielsweise Frame 40, Frame 45, sorry, und machen einen Keyframe, machen 0 Keyframe rein und bei Frame 80 soll er fertig sein. Das heißt, Frame 100. Keyframe und gucken uns das mal an. Geht weiter und jetzt zeichnet er Blume. Jetzt geht das nächste weiter und so weiter. Das sieht ja schon mal ziemlich cool aus. Jetzt ist noch zwei kurze Sachen und zwar, wenn wir hier das und wenn er uns das zeichnet, sehen wir hier, dass das sehr abgeschnitten ist. Das wollen wir gerne ändern. Deswegen gehen wir hier bei Sweep Nurb auf Deckflächen, gehen Deckflächenrundungen, auf Deckflächenrundungen. Jetzt rundet er halt alles ab, das wollen wir halt nicht. Deswegen gehen wir hier auf Kontur behalten und passen einfach die Konturen an. So passt es ungefähr. Ja, perfekt. Und dasselbe machen wir auch beim Ende. Heißt Deckflächenrundungen. Und machen im Effekt nämlich dieselben Daten, 13 und 4. Und voilà, haben wir so ein Bobble. So, das nächste, was wir machen wollen, ist, dass das natürlich erhalten bleibt, die Blume. Weil momentan ist sie ja so, die verschwindet wieder. Weil natürlich die Animation endet. So, das geht eigentlich ganz easy. Und zwar, wir nehmen unser Sweep Nurb, kopieren uns das. Bei der Kopie machen wir unseren Keyframe raus, also beide Keyframes raus, und wir wollen im Effekt nur bei Koordinaten unsere Z-Position ändern. Wie wir sehen können, können wir die ändern. Und dasselbe Keyframe wird es auch. So, deswegen wir gehen auf Position 1, setzen Keyframe rein. Und gehen dann auf Position 40. Und jetzt ist es halt so, wir müssen uns wie gesagt wieder erinnern, okay, was für einen Abstand haben die zwei Teller. Das waren 400 cm, aber halt in eine andere Richtung, deswegen minus 400. Und Kiefer rein. Und jetzt müsste es funktionieren. Jetzt gehen wir in die Kamera rein. Und spielen uns das ab. So. Zeichnen die Blume. Und jetzt fängt die Animation neu an. Jetzt geht die Blume weiter. Und hier im Endeffekt ist es ja wurscht. Ich meine, natürlich, das kann man natürlich ändern. Also, aber im Endeffekt ist es ja eh nur relevant, was halt hier drin ist im Kasten. Deswegen ist es halt völlig wurscht, dass es jetzt verschwindet. Und ja, so im Endeffekt habe ich das gemacht. Wie gesagt, ist jetzt kein 100%, dass es funktioniert hat, wenn ich es hochgeladen habe. Aber falls ihr den Short gesehen habt, beziehungsweise auf meinem Kanal halt, könnt ihr, wie gesagt, es gerne so machen, wie ich es gemacht habe. Auch natürlich andere Videos könnt ihr natürlich auch machen. Ansonsten war es das Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was lernen. Wenn es so war, gebt mir gerne ein Like noch, lasst mir gerne ein Like da und auch einen Kommentar da und ein Abo da, die ganze Chose. Wenn ihr Ideen habt, was ich nochmal machen könnte oder wenn ihr Fragen habt, einfach mit in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, dann kann ich das gerne machen. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.